Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Alle DDR-Bürger in und vor der Bundesdeutschen Botschaft in Prag können ausreisen. Es soll sich dabei um rund 11.000 Menschen handeln. Die Entscheidung der Ostberliner Führung gab Kanzleramtsminister Seiters vor 2 Stunden in Bonn bekannt. Zuvor hatte die DDR die Reisemöglichkeiten in die Tschechoslowakei eingeschränkt. Seit heute 17 Uhr sind ein Pass und ein Visum für den Grenzübertritt notwendig. In Prag hatten sich nach der Bekanntgabe der Ausreisemöglichkeit wieder die Botschaftstore geöffnet. Die Nachricht löste großen Jubel aus. In diesen Minuten steht der erste Zug am Bahnhof bereit. Zur Bekanntgabe der Nachricht in Bonn, Gerta Pelletier. Nach einem Tag voller Hektik und Hilflosigkeit, voller Krisensitzungen und Unterrichtungen, wird am Abend überraschend eine Pressekonferenz angesetzt. Schon der ungewöhnlich späte Termin lässt aufhorchen und hoffen. Wir haben die dramatische Entwicklung erlebt in den letzten Stunden. Ich darf Ihnen mitteilen, dass die Regierung der DDR heute beschlossen hat, allen in der Deutschen Botschaft in Prag befindlichen Zufluchtsuchenden die Ausreise in die Bundesrepublik Deutschland zu gestatten. Die ersten Reporter rennen an die Telefone. Ostberlins Vertreter in Bonn hat gegen 17 Uhr die DDR-Entscheidung selbst im Kanzleramt bekannt gemacht. Gleichzeitig telefonierte Kanzler Kohl, der aus dem Genesungsurlaub nach Bonn geeilt war, mit dem tschechoslowakischen Ministerpräsidenten. Jetzt zu den Einzelheiten. Die Zufluchtsuchenden werden mit Zügen der Reichsbahn entsprechend dem Verfahren vom letzten Wochenende von Prag aus in die Bundesrepublik fahren. Der erste Zug steht heute Abend am 3. Oktober 1989 ab 20 Uhr in Prag bereit. Die Frage, wie viele Menschen diesmal in die Bundesrepublik kommen werden, kann noch niemand genau beantworten. Aber in dem Gespräch zwischen dem Bundeskanzler und dem tschechoslowakischen Ministerpräsidenten war die Zahl von 10.000 bis 11.000 genannt. Das Problem der vergangenen Tage, dass sich nämlich die Botschaft innerhalb weniger Stunden und Tage wieder mit Tausenden von Menschen füllt, stellt sich offenbar nicht mehr. Denn gleichzeitig hat die DDR Bonn wissen lassen, dass sie mit dem heutigen Nachmittag 5 Uhr den visumfreien Verkehr von DDR-Bürgern in die Tschechoslowakei eingestellt hat. Also die Grenzen für Normalbürger geschlossen. Hat die Sowjetunion, Herr Genscher, Ihr sowjetischer Kollege Schewardnadze, bei dieser neuen Lösung in Prag geholfen? Herr Luke, ich gehe davon aus, dass auch diese Anschlussentscheidung, also Anschlussentscheidung an das letzte Wochenende, eine souveräne Entscheidung der Führung der DDR ist, die ganz sicher auch darauf zurückzuführen ist, dass der Staatsratsvorsitzende Honecker seine Amtsgeschäfte wieder aufgenommen hat. Wir begrüßen natürlich diese humanitäre Entscheidung. Gibt es irgendwelche Gegenleistungen gegenüber der DDR, etwa eine faktische Schließung unserer Botschaft in Prag? Nein, es ist ganz selbstverständlich, dass unsere Botschaften ihre Arbeit fortsetzen und dass sie auch immer offen stehen. Was geschieht noch mit den DDR-Flüchtlingen in Warschau, in unserer Botschaft? Wir haben die Zusage der polnischen Regierung, erstens, dass die Deutschen aus der DDR gegen ihren Willen nicht zurückgebracht werden in die DDR und zweitens, dass man dort eine humanitäre und pragmatische Lösung vorhat und auf diese Zusage vertraue ich. Bedanke mich. Vor dem Botschaftsgebäude in Prag hatten sich den Tag über wieder Hunderte von Flüchtlingen eingefunden. Obwohl die Vertretung nicht mehr aufnahmefähig war und offiziell am Vormittag geschlossen wurde, versuchten Hunderte auf das Gelände zu gelangen. Vorwiegend junge Leute waren es, die seit heute Mittag versuchten, in den Schutz der Bundesdeutschen Botschaft in Prag zu gelangen. Als Steigleitern dienten Dachlatten, genauso wie der vor der diplomatischen Mission abgestellte LKW des Deutschen Roten Kreuzes. Die Angst, nicht mehr in das Botschaftsgebäude eingelassen zu werden, trieb am frühen Nachmittag einige hundert Flüchtlinge dazu, die Absperrung der Prager Polizei zu überwinden. Diese Aussichtslosigkeit brachte die Menschen fast in Panik. Die Zahl der Flüchtlinge, die sich auf dem Botschaftsgelände befanden, soll bis zum frühen Abend über 1.000 gewesen sein. Die Solidarität der Menschen vor und hinter dem Zaun der Botschaft half, Hindernisse zu überwinden.
Keiner wollte von dem kleinen Zipfel Freiheit, den er glaubte erreicht zu haben, etwas aufgeben. Die Versorgung in der Zufluchtsstätte näherte sich einer Katastrophe. Ein Drittel der Flüchtlinge bestand aus Familien mit kleinen Kindern. Die meisten von ihnen hatten spontan ihre Absicht, nicht nur die Deutsche Demokratische Republik, sondern ihre Heimat zu verlassen, in die Tat umgesetzt. Es waren ausschließlich junge Menschen im Alter zwischen 17 und knapp über 30. Sie verzichteten auf vieles, was sie besitzen. Ihr überflüssige Habe blieb zurück. Blessuren, die beim Überwinden des 3 Meter hohen Zaunes entstanden, versuchte das viel zu kleine Team des Deutschen Roten Kreuzes zu behandeln. Am späten Nachmittag durften wenigstens Mütter mit Säuglingen und Kleinkindern in den Schutz der Räumlichkeiten. Von der Prager politischen Führung war bis zum frühen Abend keine humanitäre Dienstleistung zu erwarten. Was mit den vielen 100 Freiheitssuchenden vor dem Botschaftsgebäude passieren würde, blieb unklar, obwohl sich eine Kommission des Deutschen Roten Kreuzes mit ihrer CSSR-Partnerorganisation über spontane Hilfsmöglichkeiten zu verständigen suchte. Nach 18 Uhr kam wieder die frohe Botschaft, dass wir am vergangenen Wochenende alle Flüchtlinge ausreisen dürfen. In diesen Minuten sollen die ersten 1000 vom Prager Nebenbahnhof Lieben aus in Zügen der DDR-Staatsbahn in Richtung Dresden und Bundesrepublik abfahren können. DDR-Bürger dürfen von heute an nur noch mit amtlicher Genehmigung in die CSSR reisen. Wie lange diese Regelung gelten soll, ist nicht bekannt. In der DDR-Nachrichtensendung Aktuelle Kamera klang die für viele DDR-Bürger so bestürzende Meldung so. Aufgrund der Berichte, die der DDR zur Verfügung stehen, bereiten bestimmte Kreise in der BRD weitere Provokationen zum 40. Jahrestag der DDR vor, die gegen Ruhe und Ordnung gerichtet sind. Nach der Konsultation mit der CSSR wurde die Vereinbarung getroffen, zeitweilig den pass- und visafreien Verkehr zwischen DDR und CSSR für die Bürger der DDR mit sofortiger Wirkung auszusetzen. Die Tschechoslowakei war bisher das einzige Land, in das DDR-Bürger ohne eine Genehmigung fahren konnten. Über 9 Millionen Reisen aus der DDR wurden in der Tschechoslowakei im letzten Jahr gezählt. Für alle anderen Ostblockländer müssen Ausreisepapiere bei den Volkspolizeistellen beantragt werden. Und die können gewährt oder verweigert werden, ohne Angabe von Gründen. Dass nun auch die Tschechoslowakei nicht mehr im freien Reiseverkehr zu erreichen ist, bedeutet für die Bürger der DDR einen schweren Schock. Dass die Staatsführung, um die Ausreisewelle über Prag zu stoppen, 3 Tage vor Beginn der Feierlichkeiten zum 40. Jahrestag der DDR diese Entscheidung treffen musste, wird hier von vielen als eine Bankrotterklärung gewertet. Diese Entscheidung, das ist abzusehen, wird den Unmut und die Unzufriedenheit in der Bevölkerung beträchtlich verstärken. Das sind die ersten Fotos von der Leipziger Demonstration gestern Abend, der größten Massendemonstration in der DDR seit 1953. Vor wenigen Wochen waren es noch ein paar hundert Menschen, die hier auf die Straße gingen. Gestern waren es zwischen 10 und 20.000. Es gab zwar 8 vorübergehende Festnahmen und einige bei Auseinandersetzungen mit der Polizei Verletzte, doch insgesamt verlief die Demonstration friedlich, die Polizei griff nur vereinzelt ein. Diejenigen, die nicht ausreisen, sondern für Veränderungen im Land kämpfen wollen, waren die ganz überwiegende Mehrheit. Es ist unübersehbar, der Druck wächst und Entscheidungen wie die heutige Aufhebung des pass- und visafreien Reiseverkehrs in die Tschechoslowakei werden nicht dazu beitragen, ihn zu mindern.